Whatever. Bye, bye. Feeling so fly, fly. Ich will nicht mehr rein. In mir ist scheißegal. Und mit diesem Intro wünsche ich euch viel Spaß mit dem Let's Play Platin. Nach dem beendeten Pokémon Smaragd fange ich hier das neue Pokémon Platin an. Und dann würde ich mal sagen, auf geht's. Hallo, du! Freut mich, dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Eevee. Aber jeder nennt mich einfach nur Pokémon-Professor. Zunächst möchte ich dich etwas fragen. Ist dies dein erstes Abenteuer? Wenn du Hilfe brauchst, bist du bei mir an der absolut richtigen Adresse. Nö, soweit, denke ich mal, können wir das. Lernen wir das aber auch. Und kurz zur Bildschirmaufteilung. Rechts seht ihr den unteren DS-Bildschirm. Und links seht ihr den oberen DS-Bildschirm, meine ich. Müsste so rum sein, ja. Wir brauchen keine Infos. Geht los. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Hier habe ich ein Pokéball. Bitte berühre den Pokéball in der Mitte. Nein, nein, nicht so. Die Schaltfläche des Pokéballs. Jetzt muss ich mit der Maus berühren. Hey! Wir Menschen leben mit den Pokémon ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein, um stärker zu werden. Ja, bla. Und was ich tue, willst du wissen? Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Aber warum erzählst du mir nicht ein bisschen über dich? Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Ich denke mal, ich bin ein Junge. Aha, du bist also ein Junge. Ja. Verrätst du mir auch deinen Namen? Oh, warte. Nee, lass mal alles groß. Jo. Du bist also Fabian. Jo. Sehr schön. Du bist also Fabian. Das ist aber mal ein schöner Name. Danke. Und dieser junge Mann hier, ich glaube, das ist dein Freund. Wie er wohl heißt? Oh, er kennt schon den Namen. Mein guter und treuer Freund, Florian. Sagst du, so heißt dein Freund also? Ja.
Nun, Fabian, die Zeit ist gekommen. Du wirst nun eine Abenteuergeschichte schreiben. Auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon und Menschen treffen. Und auf deinem Weg durch die Welt wirst du viele interessante Dinge erleben. Aber du wirst auch viel über dich selbst erfahren. Da bin ich mir sicher. Genug geredet, die Welt der Pokémon wartet. Los, schick mich in den Kampf, du Mongo. Auf geht's. Pokémon sind stets bei uns. Ich hoffe, du verstehst die Bedeutung dieser Worte. Diesen Vermerk hat der aus der Kanto-Region nach Sinnoh zurückgekehrte Professor Ivy hinterlassen. Und damit beenden wir unsere Sendersendung. Frag Professor Ivy, ihr Jubelstadt TV. Wir sehen uns nächste Woche. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Oh? Da bist du ja! Ey, Fabian, hast du das gerade im TV gesehen? Klar hast du! Professor Ivy ist dieser super wichtige Typ, der Professor Pokémon erforscht, oder? Also muss er doch säckeweise Pokémon zu Hause haben. Wir müssen ihn nun nur fragen, ob er uns eins gibt. Hey, ist das ein neuer PC? Wo war ich stehen geblieben? Oh ja, richtig. Also wir gehen zu Professor Ivy und holen uns Pokémon. Ich warte dann mal draußen. Mach schon, Fabian. Komm nicht zu spät, sonst musst du Strafe zahlen. Was ist denn für ein Typ? Gib mir erstmal einen PC. Fabian liest Informationen. Grundwissen über Pokémon. Menschen und Pokémon leben in dieser Welt Seite an Seite. Diejenigen, die mit Pokémon an Kämpfen teilnehmen, nennt man Pokémon-Trainer. Ja, das ist uns schon bewusst. Also, auf geht's. Oh, Mama, was geht? Fabian, Florian ist schon weg. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber er ist ziemlich schnell hinausgerast. Na gut, gehen wir mal zu Professor Ivy. Ja, bitte? Fabian, geh nicht ins hohe Gras. Wilde Pokémon könnten dich angreifen, wenn du durch hohe Gras gehst. Es wäre nicht schlimm, wenn du ein eigenes Pokémon dabei hättest. Aber pass auf dich auf, Liebling. Na klar, wir haben ja noch keins. Zweiblattdorf. Wow. Sogar mit Schnee, cool. Cool. Ist das, weil wir... Während ich das ja aufnehme, haben wir ja... Winter. So, ne? Während hier die Folge aufgenommen wird. Was haben wir denn hier? Zweiblattdorf. Frisch und Freiheit. Frisch und Freiheit. Wo haben wir denn hier den Professor? Haus von Florian. Okay. Was ist das für ein Haus? Na, wer bist du denn? Hast du schon gehört? Der Pokémon-Professor ist in dem Nachbarort zugezogen. Er soll viele lange Jahre weg gewesen sein. Ob er wohl in der Zeit etwas Faszinierendes über Pokémon herausgefunden hat? Wer weiß. Du hör mal, Fabian. Ich möchte ein niedliches Pokémon haben. Na, dann fang dir eins. Ja, Fabian. Florian hat dich gesucht. Ich glaube, er ist nach Hause gegangen. Warum gehst du nicht zu ihm? Na gut. Booms! Was? Wie? Oh, hey, Fabian! Hey, ich gehe zu Professor Ivy. Und du kommst mit, beeil dich! Oh, Moment. Hab was vergessen. Was hast du denn vergessen? Ich nehme besser auch meinen Beutel und mein Tagebuch mit. Oh, hey, Fabian! Ich warte auf der Straße auf dich.
10 Millionen Brücke-Dollar Strafe, wenn du zu spät kommst. Boah, Alter, geht der voll ab? Beruhig dich doch mal. Immer sagte mein guter Freund. So, dann gehen wir mal gucken, wo dein Florian abgeblieben ist. Oh, da ist er. Bist du langsam? Also gut, lass uns zu Professor Ivy Labor gehen. Florian! Was geht nicht ins hohe Gras, oder? Keine Sorge, kein Problem. Es macht nichts, dass wir keine Pokémon haben. Vertrau mir einfach. Ich habe da eine großartige Idee. Hör zu, du weißt, dass wilde Pokémon dich angreifen, wenn du durch hohe Gras läufst, nicht wahr? Also musst du nur schnell genug von einem Fleck Gras zum nächsten rennen, bevor ein wildes Pokémon erscheint kann. Wenn wir rennen, dann können wir Sandgeme erreichen. Oh. Ohne auf ein wildes Pokémon zu treffen. Also bleibt mir dicht auf den Fersen. So, los geht's! Auf die Plätze! Los! Wartet! Ihr beide besitzt doch gar keinen Pokémon, oder? Warum wollt ihr dann durch hohe Gras gehen? Hey, Fabian! Dieser Obi! Das ist Professor Ivy! Hab ich recht? Was macht er hier? Sie wollten ins hohe Gras, weil sie Pokémon haben wollen. Was tun? Ihre Welt würde sich mit Sicherheit ändern, wenn sie Pokémon hätten. Wäre es richtig, wenn ich sie auf diesen Weg bringen würde? Beide. Ihr liebt Pokémon wirklich, oder? Ja. Sicher lieben wir Pokémon. Ich frage euch noch einmal. Ihr beide, ihr liebt Pokémon wirklich, oder? Wie bitte? Das kann man uns noch tausendmal fragen. Die Antwort wird sich nie ändern. Wir werden tausendmal antworten, dass wir Pokémon lieben. Stimmt doch, oder Fabian? Ja. Ein paar sorglose Kinder, die einfach so ins hohe Gras gehen wollten. Und das ohne eigene Pokémon. Ich denke mir, schaudern daran, was solche Leute mit Pokémon anstellen würden. Dann verzichte eher ich auf ein Pokémon. Denn ich war es, der unbedingt durch das hohe Gras wollte. Das nenne ich ehrlich. Also gut, ich vertraue euch beiden Pokémon an. Und ich entschuldige mich, dass ich euch getestet habe. Wie dem auch sei. Ihr müsst mir versprechen, dass ihr euch nie wieder so gedankenlos in Gefahr bringt. So. Wo hab ich nur... Lucia. Professor Ivy! Sie haben ihre Tasche am See vergessen. Oh, stimmt. Etwas nicht. Das ist sie. Du kommst genau richtig, Lucia. Ich wollte den beiden hier gerade ein eigenes Pokémon anvertrauen. Verzeihung, aber diese Pokémon sind schwer zu ersetzen. Sie sind sicher, dass sie sie abgeben wollen? Wir leben Seite an Seite mit den Pokémon. Für jeden kommt einmal die Zeit, auf Pokémon zu treffen. Es gibt eine Welt, die man zusammen mit Pokémon entdecken sollte. Und für diese beide ist heute der Zeitpunkt gekommen. Hier und jetzt. Nur zu, öffnet die Tasche und wählt eure Pokémon. Wirklich? Professor Ivy? Ich kann es kaum glauben, ich bin so glücklich, dass ich nur noch grinsen kann. Fabian, du kannst zuerst wählen. Hey, ich bin ja schließlich schon so gut wie erwachsen. Da kann ich mich ruhig in Zurückhaltung üben. Jetzt ist der große Zeitpunkt gekommen. 3 Pokémon. Sieh mal, dies hier sind Pokébälle. Jedem davon befindet sich ein Pokémon. Triff bitte eine Entscheidung, welches Pokémon soll es sein? Das hier vielleicht? Nee. Das hier? Nee. Das hier? Nee. Das hier? Nee.
Das hier? Nö. Das hier? Nö. So. Celeste, ein Pflanzen-Pokémon. Panflam, ein Feuer-Pokémon. Und Blinfa, ein Wasser-Pokémon. Wir nehmen natürlich meine Lieblings-Anfangsklasse. Das Wasser-Pokémon, Blinfa. Dann wähle ich dich. Ich nehme dieses Celeste. Maybe. Sehr gut. Ihr beide habt eine gute Wahl getroffen. Aber nun hört mir gut zu. Die Pokémon, die nun zu euch gehören, sind mit dieser Welt nicht vertraut. Und daher ähneln sie euch in gewisser Weise. Da ihr und eure Pokémon daher so etwas wie Anfänger seid, hoffe ich, ihr haltet fest zusammen. Solltet ihr irgendwelche Probleme haben, scheut euch nicht, mich in meinem Labor in Sandengim aufzusuchen. Nun muss ich aufbrechen. Professor, warten Sie auf mich! Es tut mir leid. Lass mich bitte durch. Hm? Was sagst du dazu? Professor Ivy ist echt nett. Im Fernsehen sieht er immer so ernst und furchteinflößend aus. Hey, Fabian, nun besitzen wir beide ein Pokémon. Da gibt es nur noch eins für uns zu tun. Bist du bereit? Nein. Was ist das denn für eine Einstellung? Ein Nein lasse ich nicht gelten. Hey, Fabian, jetzt besitzen wir beide ein Pokémon. Bist du bereit? Yo, ich wollte so etwas schon immer mal sagen können. Die Zeit ist endlich gekommen. Ich fordere dich zu einem Kampf heraus. Yo, hau rein. Den Herausforderung von Pokémon-Trainer Florian. Ein Chillast. Blinfla, los! Kampf. Fund. Panzerschutz. Verteidigung von Chillast Gegner steigt. Was zum... Das tat weh! Setzt wieder Panzerschutz ein. Na gut, dann mache ich jetzt Heuler. Angriff sinkt von Schillers. Oh, wieder Panzerschutz. Wieder Heuler. Macht er jetzt die ganze Zeit Panzerschutz oder was? Jetzt Panzerschutz ein. Na, wenn er meint. Heuler. Dann macht er mir halt gar keinen Damage mehr. Jetzt Panzerschutz ein. Boah. So, jetzt put. Was? Oh, nö. Der Kampf darf lange dauern. Oh, shit. Der macht mir mehr Damage, glaube ich. Als ich dem. Pfund. Der macht mir mehr Damage. Niemals! Wir machen weiter! Wir erreichen jetzt erst unser Maximum! Sei doch still, Flo! Jetzt machst du genauso viel Damage wie ich, Mongo. Du hast keine Chance mit deinem Schillers gegen meinen Blinfa. Los, Blinfa! Pfund! Wow, diese actiongeladene Kampf! Unfassbar, diese Spannung ist nicht auszuhalten. Pfund gegen Tackle. Tackle gegen Pfund. Blinfa gegen Chillast. Chillast gegen Blinfa. Diese Spannung, meine Damen und Herren. Sie ist nicht auszuhalten, diese Spannung. Die ist zum Packen. Die Luft ist zum Schneiden fest. Wow, das geht ja echt rund hier. Und nochmal ein Tackle.
Ja, ja, so ist das. Jetzt könnte mal endlich mal ein bisschen kaputt gehen, oder? Komm, Schiller, du bist kaputt. Und noch einmal. Zack, weg. Schlast wurde besiegt. 67 EP-Punkte. Erfahrungspunkte. Yo, Level 6. Wunderbar. Spieler besiegt, Florian. Was sagst du da? Ich habe verloren. Oh, 500 Pokédollar. Nicht schlecht. Puh, ich muss nach Hause. Der Kampf hat mich total müde gemacht. Und meine Pokémon brauchen auch Ruhe. Bis später dann, Fabian. Wo laufe ich hin? Auch nach Hause. Hey Mama, was ist denn los? Mama? Was ist denn los, Schatz? Du liebes Bisschen. Das hast du alles erlebt? Du und Florian könnt von Glück reden, dass ihr auf Professor Ivy getroffen seid. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was sonst geschehen wäre. Wer weiß, wozu wilde Pokémon alles in der Lage sind. Fabian, ich denke, du solltest Professor Ivy einen Besuch abstatten. Er lebt doch in Sangeme, oder? Da du jetzt nicht mehr ohne Pokémon dastehst, ist das Hohlgras auch nicht mehr so gefährlich. Oh, ich habe hier noch etwas für dich. Hier, Fabian, zieh dir die an. Erhält Turbodröter. Nach Sangeme zu gehen ist schon ein Abenteuer für sich, nicht wahr? Mit diesen Turbo-Tretern kommst du viel schneller von einem Ort zum anderen. So, ich lese dir vor, wie du sie verwendest. Drücke B, bla bla bla, wissen wir schon. Na, das ist doch mehr als praktisch. Jo. Und praktisch ist jetzt auch, dass die Folge schon wieder vorbei ist. Und das war die erste Folge von Pokémon Platin. Ich hoffe, sie hat euch bisher gefallen. Ist ein bisschen viel Story gewesen jetzt. Aber ist ja immer am Anfang von Pokémon so. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Pokémon Platin. Bis dahin, macht's gut. Ciao.